Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. In Part 3 hoffe ich, dass wir endlich das Tutorial abschließen und damit wirklich in die Story reinstarten können. Und damit das nicht zu lange dauert, mache ich direkt weiter. Viel Spaß! Wir waren bei diesem wundervollen, leuchtenden Objekt, zu dem immer wieder diese Bubbles hinfliegen. Ich finde das voll cool. Ich könnte das den ganzen Tag tun. Ist okay, ich mach schon weiter. Next one! Let's go! Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Das sieht so aus. Da ist eine Kiste. Gib mir die Kiste. Oh Gott, ist das dunkel. Lumos. So. Hier sieht man jetzt, wie wieder diese Striche von denen ausgehen. Und zwar von allen dreien. Und ich muss mich jetzt einfach hier hinstellen. Und die 30 treffen. Vor ihre Spiegel bin. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Boah. Das ist so fucking cool. Genau, ja, Stupor. Der Stupor-Konter ist verdammt cool. Und ich habe den am Anfang auch eigentlich immer schon quasi aus Versehen eingesetzt. Au! Au! Das habe ich nicht gesehen, verdammt. Komm, noch einmal. Der Vorteil, wenn man Stupor eingesetzt hat, ist, dass man danach die Gegner quasi betäubt hat und dann macht man mehr Schaden. Heißt, die dadurch zu besiegen, ist ziemlich einfach. Bam! Wuhu! Das war cool! Oh mein Gott! Weiter geht's, wir folgen den Lichtern. Und mit L3 sprinten wir. Folgt nicht den Lichtern. Doch. Achtung. Oh, es ist so cool. Auch diese Partikelgeschwurbel auf dem Boden und an den Seitenrändern, es ist unfassbar gut. Ich liebe einfach alles daran. Wird so blau im Geschwurbel. Das wird nochmal wichtig. Und oh mein Gott, es ist so cool. Guckt euch allein den Boden an. Ich bin begeistert. Na, das sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Kopf runter.
Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie ihm gibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Nope. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Nach Hogwarts? Okay. Mensch, was für ein passender Zufall. Achtung, Achtung. Gänsehautmoment.
Willkommen in Hogwarts Legacy. Oh, ich hab so Bock drauf, Leute. Und ich freue mich so, dass ihr dabei seid. Wirklich. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Yep. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Hallo. Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Hui, bisschen herablassend. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Aber zu Recht. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint. Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Okay, Leute, es folgt die wichtigste Entscheidung dieses Spiels. Also, mehr oder weniger. Im Prinzip hat sie nur Einfluss darauf, welchen Gemeinschaftsraum wir sehen und welche hausspezifische Hauptquest-Reihe wir machen. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ich bin mir ehrlich gesagt noch unsicher, welches Haus ich nehmen soll, aber ich habe eine Tendenz, sagen wir es so. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Yep, 4 Jahre, um genau zu sein. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Yep. Erkunden! Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Das hoffe ich doch. Oh doch. Du hast ein tapferes Herz, wahrhaft mutig und keine Angst vor dem Unbekannten. Du bist bereit, allein voranzugehen, wenn es sein muss. Vielleicht gehörst du nach Gryffindor. Warte, was? Halt, stopp, Moment, nein! Hä, da wird doch normalerweise noch eine Frage gestellt. Jetzt bin ich verwirrt. Nein, ich will ein anderes. Also ganz ehrlich, normalerweise, ich bin gerade ein bisschen überrumpelt von der Geschichte. Beim ersten Durchlauf und auch beim zweiten und dritten Charakter ist es immer so gelaufen, dass man die erste Frage gestellt bekommt und dann nochmal eine zweite und mit der zweiten entscheidet sich dann, welches Haus man bekommt. Und jetzt hat er mich auf einmal direkt nach Gryffindor gesteckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das vielleicht als Hint sehen sollte, dass Yarisho halt verdammt nochmal nach Gryffindor gehört. Aber ich bin halt ein bisschen unsicher. Ich weiß, dass er unglaublich loyal ist und super fleißig und eigentlich der geborene Hufflepuff wäre. Auch weil er sich mit Pflanzen und sowas relativ gut auskennt. Und aber das mit dem... Er ist kein richtiger Anführer, würde ich sagen. Deswegen weiß ich nicht, ob Gryffindor so passen würde. Und Gryffindor hatte ich halt jetzt schon. In meinem Stream-Playthrough-Dings. Ich fände es auch für mich persönlich ein bisschen langweilig, wenn ich nochmal Gryffindor wählen würde. Und
Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich überlege gerade. Nein, okay. Also die Entscheidung, in welches Haus ich gehe, wird jetzt noch getroffen. Und ich tendiere eher zu Hufflepuff, wenn ich ehrlich bin. Ich persönlich kriege von meinen Freundinnen immer gesagt, dass ich nach Gryffindor gehören würde. Der Pottermore-Haustest hat mir damals gesagt, ich wäre eine Slytherin. Mein Mann sagt, ich wäre ein Hufflepuff. Er selber ist auch ein Hufflepuff. Und seit dem Studium fühle ich mich ein bisschen wie die Ravenclaw. Also irgendwie, weiß ich nicht, würde alles passen. Der Haus wollte mich... Der Hut wollte mich jetzt instant nach Gryffindor stecken. Das verwirrt mich jetzt irgendwie so. Okay. Wisst ihr was? Ich nehme Hufflepuff. Ich finde, das passt zu Yarishu einmal noch am besten. Und davon ab will ich die Hausquest machen. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Ganz genau. Ja, komm, wir nehmen Hufflepuff. It's done. Dann sei es Hufflepuff. Yeah. Sehr cool. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Klar, wegen der Verletzung. Ruhe. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber... bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Hallo, ich habe gerade was für eine Odyssee hinter mir und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe vielleicht Hunger. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Darf ich mir noch einen Snack mitnehmen? So wie ein paar wollte, Bagels ich oder bin so? Professor Weasley, sehr irgendwas? Erfreut. Nein? Ganz meinerseits, Professor. Okay. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schnappt ihr noch ein bisschen Süßkram für unterwegs? Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Echt? Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sicher noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären, aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Höchst unangenehm. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Oder Godric Gryffindor. Darf man wahrscheinlich auch nur, wenn man Hufflepuff ist, von daher. Sehr gut. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. So, meine Freunde. Damit ist das Tutorial für uns abgeschlossen. Und unser Jahr in Hogwarts kann beginnen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das jetzt bedeutet für diesen Part. Richtig! Wir beenden ihn. Denn niemand mit... da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Yep, sollte ich. Willkommen in Hogwarts. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt schon total begeistert von diesem Gemeinschaftsraum. Es ist ja erstmal nur der Schlafsaal, aber jetzt, ich fühle mich allein hier schon wie in so einer Hobbithöhle. Es ist so wundervoll. Das ist wahrscheinlich auch schon x-mal gesagt worden in diesen Spielen, aber... Oh, ich auch cool. Revelio.
Das werdet ihr noch häufiger hören in diesem Spiel. Oh, erstmal ein Tässchen Tee trinken, oder? Okay. An apple a day, you know, keeps the Krankenschwester away, weil Doktor haben wir hier nicht. Gut, Freunde, ich beende an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können mit dem nächsten Part endlich durchstarten. Ich freue mich wie ein Schnitzel und bin ganz, ganz doll gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mit mir gemeinsam auf diese Reise geht. Es ist lange her, dass ich eine solche Reise überhaupt angefangen habe. Aber wie gesagt, ich freue mich riesig und hoffe, dass ihr Spaß hattet und noch haben werdet und so. Schaut wie immer unten in die Videobeschreibung, wichtige Links. Folgt mir auch gerne auf Twitch, weil Streams und so. Und lasst dem Video auch gerne ein Like da, wenn ihr möchtet. Abonnieren nicht vergessen, ist auch ganz wichtig, denn dann verpasst ihr auch nicht mehr, wenn neue Videos kommen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem nächsten Part als Hufflepuff hier in Hogwarts durch. Bis dahin, ciao!